Willkommen zu einer neuen Runde Has Been Heroes. Wir machen da weiter, wo wir letztens aufgehört haben. Wir nehmen den mit der Lampe mit. Willkommen im verschneiten Wald. Ich habe das Gefühl, endlich auf dem richtigen Weg zu sein. Sehr schön. Wo gehen wir denn lang? Genau. Wir haben ja 300 Gold. Vielleicht finden wir einen Verkäufer. Ich verkaufe euch einen Nicht-Elementarzauber für 200 Gold. Kenn ich noch nicht. So, setzt alle Nahkampfabklingzeiten deiner Gruppe komplett und alle Zauberabklingzeiten um 5 Sekunden zurück. Sehr schön. Und weiter geht's. Im letzten Buch, das ich gelesen habe, war die Freundschaft der größte aller Schätze. Tonikum, 100 maximale Gesundheit. 80, 200, dann kriegt er das. Und dann müsste er jetzt haben 230, sehr schön. Was? 80 hat er, ja genau, okay, passt. Auf in den Kampf! Was machen wir denn? Du doppelt, du auf den und du aus da. Hat noch mal funktioniert. Genau, immer rauf da. Jetzt wird's eng. Was? So, die Kugeln sind noch nicht voll. Und weg mit dir. Hier habe ich noch 13 Sekunden. Ja, dann wollen wir mal. Tot? Ja!
Ich sehe Tote und Tote. Da siehst du richtig. Gegenstandsspielerin. Ja, ist die Eule. 40 Gold, okay, das ist gut. Das ist ausnahmsweise mal günstig. Hey, beim ersten Mal ist ja was ganz Neues. Was kann er? 10% schnellere Nahkampf-Zurücksetzung plus 10 Nahkampfschaden. Und der Trottel hat das. Also ich mag den alten irgendwie lieber wie den hier. Schlüssel. Schlüssel. Immer zwei mit. Händler gewöhnlich, Verkäufer für Wasserzauber. Und mein Geld ist alle. Für 200 Gold reicht nicht. Na, ah, steht der andere noch davor. Ah, den Treffer. So. Einer weniger. Wie machst du das am dümmsten? Nee. So, der ist weg. Oh, vorsichtig, vorsichtig. Ja! Oh, das war schlecht. Verdammt. Aber jetzt. Oh, 20 Volt. Was war das? Sehr schön. Aber nur 150 Gold. Das reicht bestimmt nicht. Nennt euren Preishändler. Hallo? Oh. Was ist denn das? Stellt alle 5 Sekunden 2 Lebenspunkte wieder her. Plus 10 Nahkampfschaden. Ja, toll. Der braucht's gerade. Ausdauerlager, das nehme ich mal mit. Ja, sehr geil. Und hier gibt es Truhen, verschlossen. Oh, erstmal gibt es noch Gegner.
Die erste ist weg. Zweite auch. Oh, was jetzt? Aus dem Bildschirm rausgedrückt. Und er blockt. Ja, komm. Er ist weg. Er auch. So, der Dicke ist weg. Müssten die letzten beiden sein, so wie es aussieht. Ja, das waren die letzten beiden. Wenn sie alle bezwungen wurden, sollten wir gehen. Da hat sie mal recht. Ruhe verschlossen. Gott sei Dank haben wir zwei Schlüssel. So, was ist drin? Das kenne ich noch nicht. Um 5% erhöhte kritische Trefferchance. Einmal frei, plus 10 Nahkampfschaden, um 10% schneller Zauberzurücksetzung. Sehr geil. Bin mal gespannt, was wir diesmal für einen Boss kriegen. Den hatte ich doch schon mal. Ach, der ist das. Nein, den kenne ich doch, das ist er. Ist er das? Ich weiß es nicht. Ah! Ich glaube, ich muss wieder hier erstmal nur den dicken Tod machen. Oha, er kommt. Schneller, schneller, schneller. Nein. Ich hasse das, wenn immer so viele kommen. Man will sie auch irgendwo Schaden machen, ja? Hier einer weg. Noch einer weg. Der? Den erstmal rausnehmen. Der Dicke wird gestunt, dass er uns nicht gleich wieder
vor der Laduse rumrennt. Wobei das natürlich gerade wenig gebracht hat. Der rennt so schnell. Der ist weg. Na komm. Scheiße, die kriegt gleich Schaden hier unten. Oh verdammt, oh verdammt. Jetzt reicht's. Ach nee. Und alle so schnell. Oh, der ist fast tot. Noch einmal müsste reichen. Genau, so machen wir das. Komm, komm. Oh, er hat immer noch was. Ja! Sehr geil. Das große Monster war bezwungen. Willkommen auf der Vulkanebene. Diese trostlose Insel, so finster und im Sterben liegend. Okay. Wie laufe ich? Da. Nee. Da lang, da runter. Dort, zurück, hoch, rechts, links, runter. Ich bin verwirrt. Nehm die mit. Verkäufer für Nicht-Elementar-Zauber. Oh, wieder 200 Gold los. In den nächsten 5 Sekunden ist das Ziel immun gegen alle Schäden. Ja komm, nimm mit. So, hier haben wir Käufer für Wasserzauber. Händler gewöhnlich. Bei dem Händler kann ich eh nichts kaufen. Da gibt's Schlüssel. Brauche ich auch nicht. Also gehe ich direkt nach oben. Ja, leider habe ich nicht genug Gold. Schlüssel habe ich noch. Stellt alle 5 Sekunden 2 Life Points wieder her, um 5% erhöhte kritische Trefferchance. Ich würde auch gerne mal den Kampf da unten mitnehmen. Ach komm, mache ich auch. Oh nein, was ist hier los? Er lebt immer noch.
So. Den hauen wir mal weg. Ja, schön. Und tschüss. Das ist ein Heiler. So, der ist weg. Oh, was machst du? Verdammt. Oh, das war knapp mit der Immunität. Das war sehr knapp gewesen. Ihr wollt jetzt nicht abhauen? Ach, verdammt. Naja, gut, ein paar Gold gab's. Besser als nichts. Gehen wir mal zur Spruchspielerin. Oh ja. Und er hat's. Verstärkt den nächsten Nahkampftreffer, zweimal Schaden, zweimal längere Aufladezeit. Sehr geil, beim ersten Mal. Bin begeistert. So, hier können wir bestimmt nichts kaufen, weil kein Gold. Verkauft ihr irgendwelche Reiselektüre? Kann ich mir nicht leisten. Kann ich mir leisten. Aber nicht mit ihmchen, sondern mit ihr. 50 maximale Gesundheit, 10 Nahkampfschaden. Es wird immer besser. Und noch ein Ausdauerlager direkt vom Boss. Sehr geil, sehr geil, sehr geil. Ich bin auf den Boss gespannt. Hoffentlich sind das nicht wieder so welche wie beim letzten Mal. Nee, den kenne ich noch nicht. Oder? Doch, das ist dasselbe Prinzip wie eben. Komm, lauf schneller. Boah, der schläft ja ein. Er hat 31 Schild. Er hat zwar 31 Schild, aber dafür wahrscheinlich fast kein Leben danach. Oh, verdammt. Oh, das gibt auf die Fresse. Das war wahrscheinlich jetzt die Rettung. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Oh, jetzt wird es hier unten dicker. Du kommst erstmal weg. So, jetzt der noch. Ah, guck mal, der Boss ist da hinten eingefroren. Vielleicht komme ich da irgendwie ran. Ah, sieht gerade schlecht aus. Und es kommen neue, genau, ja, leck mich doch. Und er hat wieder 50 Schild. Da muss das Schild herhalten. Das und das. Oh, verdammt. Das schaffe ich nicht. Ach, das ist die längere Abklingzeit. Geht doch mal hoch. Sag mal. Das sieht leider echt richtig schlecht aus. Muss irgendwie an den Boss ran. Ah gut, er ist fast tot. Vielleicht schaffe ich es ja doch noch. Genau, das Schild ist auch wieder da gleich. Ja, sehr geil. Das große Monster war bezwungen.
So weit war ich ja noch nie. Willkommen auf dem Friedhof. Wo laufen wir denn mal hin? Also ich erwarte eigentlich, dass es bei einem Boss wesentlich mehr Geld gibt, als das bisschen, was wir bekommen haben. Was hast du denn hier? Nehme ich mit. Deckt alle Zauberhändler auf der Zonenkarte auf. Händler selten. Aber da fehlt mir wahrscheinlich eh das Geld. Ich guck mal hin. Ich bin noch zwei Kerzen. Verkauft ihr auch Strings? Okay. Reicht nicht. Na, dann zeig doch mal her. Wenn ich dich nochmal aussuchen lasse. Ja, komm, ist gut. Truhen normal verschlossen. Das sind zwei. Ah ne, eine normale und eine verschlossene. So, erhöht den Nahkampfschaden um 20%. Sehr gut. Das da ist neu. Das Vieh kenne ich noch nicht. Aber viel aushalten tun sie nicht. Aber es kommen ganz schön viele. Neuer Gegner bezwungen. Er hat ein Schild. Den halten wir mal auf. Uiuiuiui, macht der Schaden. Ja, hat nicht gereicht. Oh, verdammt. So, der ist weg. Der auch.
So, wie mache ich das jetzt? Oh, nein, stopp! Wartet! Noch nicht? Ach, rennt doch nicht weg. Wasserzauber. $200 habe ich nicht. Wieder mal. Hä? Warte. Was macht der? Ah, der lässt Gold fallen. Geil, geil, geil. Ist ja der Wahnsinn? Ja. Die Helden waren verloren. Ach Mann. Die Herrschaft des Bösen ging weiter. Oh, einmal nicht aufgepasst. Hier neue Items freigeschaltet. Ah, das gucken wir uns beim nächsten Mal an. This is the story of the Has-Been Heroes.